Rumsbums und damit hallo zur nächsten Folge Rogue Legacy 2. Ja, ich würde sagen, ja, guten Morgen, Ereboss, bist du wach? Ne, nicht Ereboss, wie heißt denn der Dude nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall guten Morgen, bist du wach, du Narkoleptiker, du? Gehen wir da rein, oder? Hätte ich gesagt. Mal ganz kurz hier, zack. Geh rein da, zack, bumm. Ja, ich habe mir gerade das Ladekabel aus dem Headset gerupft, vor lauter Rumsbums. Jetzt sind wir am Start, jetzt legen wir los. Hält das Ding, das hält. So, deine Waffe fügt 2 Stapel Gift zu. Das packen wir schon mal ein, da kenne ich nichts. Her das Ding. Raus hier. Was machen wir hier Schönes? Deine Waffe fügt Brennen für 2 Sekunden zu oder erneuert den Effekt. Dein maximales Mana. Mmh, wir machen Gift und Brennen auf die Waffe. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Oder nicht? Wird sich gleich zeigen wahrscheinlich. Ach, das ist das Nervdings, das mich schon immer genervt hat. Das Nervding, das schon immer genervt hat. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, doch, die kriegen Gift und Brennen. Das ist schön. Jetzt spreng ich mich gleich noch selber in die Luft. Das wird immer besser. Ja, ouch, so nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue, aber es hat funktioniert. Ja, das ist ja mies, was die abkriegen hier mit diesen 2 Relikten drauf. Nicht in die Luft sprengen. Jetzt kommen die Augen. Die Augen sind das Schlimmste im ganzen Run. Ja, genau. Komm hier. Kannst du haben. So, das war's aber auch, ne? War's das? Hey. Jo, jetzt dachte ich gerade, das. Also. Ui. Stressig, Rang B. Ja, schön. Schöne Sache. Boah, nee, ich weiß halt nicht, ob ich die nochmal machen will, ne? Bronzebelohnung, Silberbelohnung 100 Seelen. Da muss ich die halt schneller abschließen. 100 Seelen, 300 Seelen. Sollen wir die probieren? Ich weiß halt auch nicht, ob wir die mit dem Magier so gut hinkriegen. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja sehr stressig, wer es nicht weiß. Oha. Das ist der gute Lamech, der erste Boss in zweifach. Ja, komm, wir nehmen 10% mehr Schaden mit, solange wir mehr Leben haben. Das ist nicht schlecht am Anfang. Das ist einfach der Estua Lamech in mal 2. Ja, das erwartet uns. Boah, alle 5 Sekunden der nächste Waffenangriff. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ein Dingsbums, das Geschosse abwehrt. Der schießt ja eh einen Haufen Zeug um sich rum. Oh. Das sieht für mich aber nicht nach einer kleinen Schockwelle aus. Das rumst ja ordentlich. Was haben wir hier? Gefundenes Essen. Das bringt uns hier nichts. Dein Sprungtritt verursacht mehr Schaden. Wird uns was bringen. Wir würfeln aber. Ja, ich weiß nicht, warum ich das Geräusch gerade gemacht habe. Ja, Sprint erzeugt eine Druckwelle. Das könnten wir mitnehmen. Statuseffekt haben wir nicht wirklich. Nehmen wir das mit. Ja, nice. Ja, wir wehren jetzt hoffentlich alles ab, was reinkommt. Oder auch nicht. Das wird sich zeigen. Attacke. Oder fliegt uns noch Essen hinterher. Schöne Sache. Wo ist er? Wo spawnt er? Da spawnt er. Ja, klasse. Da wehren wir schon mal nicht ab, was auf uns zukommt. Nicht springen, du Sack. Ja, und da ist Nummer 2. Oh Gott. Hä, wo ist er? Ah ja. Da hinten hext er rum. Ja, das ist stressig hier, ne? Ich sag's, wie es ist. Stressige Geschichte. Oh oh, da rastet einer aus. Aber böse. Jetzt geht er enraged an. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut hier. Nein, ich bin in die falsche Richtung gedodged. Mensch, muss das sein? Ja, das gibt nichts.
Aber wie denn auch, Mensch? Ich sag's euch, das ist so nervig. Ich glaube, wir machen lieber normal weiter. Diese Herausforderungen sind richtig stressige Dinger. Wir gehen lieber hier rein und ärgern uns im Sonnenturm. Ich dachte, ich könnte hier noch irgendwas groß abgreifen, aber ich kann ja, glaube ich, auch nicht groß was abgreifen, weil... Das meiste Zeug habe ich schon gekauft, was ich momentan kaufen kann. Und für die nächsten Kaufdinger muss ich erst noch mehr von diesen roten Narben finden, also diese Nachrichtendinger. Wo ich keine Ahnung habe, wo die nächsten sich verstecken. Also ich weiß schon, wo sie sein sollten, aber... Ich weiß halt auch nicht, was das heißen soll, von wegen Pizzaladen, schieß mich tot, da liegt so ein Ding, bla bla, ja. Das brachte mich bis jetzt noch nicht weiter. Der Pizzaladen, den weiß ich ja, wo der ist, das ist direkt unterm Sonnenturm, aber... Diese blöden Kohledinger, also echt. Der ist unterm Pizzaladen, aber... Irgendwie ist das nicht der richtige Clou, habe ich so das Gefühl. Maske, stirb jetzt, Maske. Teleportier dich nicht hinter mich, du Knilch. Also ja, ich finde beim Pizzaladen ist anscheinend eine kaputte Mauer und in dieser kaputten Mauer ist anscheinend der Hinweis. Ich finde da aber nichts, ich weiß es nicht, ob das falsch übersetzt ist oder ob ich zu dumm bin oder ob die Auslegung von wegen, wo der Pizzaladen ist, ein bisschen größer ist wie der eigentliche Pizzaladen. Ich weiß es nicht. Wenn es jemand weiß, könnte es mir gerne sagen. Oh Gott, warum habe ich nicht gewartet? Habe ich kein Problem damit, das rauszufinden. Oder mich spoilern zu lassen. Ich weiß, wo noch ein so Ding liegt, das ich noch nicht geholt habe. Aber will ich da jetzt hin? Eigentlich nicht. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob es das ist, was ich suche. Das ist beim Kerguelen-Plateau überm Eingang, wo man reinkommt. Da kann man irgendwie in so eine Secret-Dings reinhupfen. Aber ja, wenn das halt nicht das ist, was ich suche, mache ich das halt auch umsonst. Und das ist dann auch doof. Oh Gott. Springen. Die Luft ist raus, mein Freund. Die Luft ist raus. Hör mal auf, du. So, sehr schön, das lief ja besser wie gedacht. Sehr schöne Sache. Jetzt gucken wir mal hier oben rein. Ich bleibe einfach mal auf dem Typ stehen. Auf dem Pfeiferling. Oh, so nicht. Ach Mann, ey, jetzt aber. Hat er sich gerade echt weggesprengt, der Gute? Also aus dem Bild. Ach Mann, komm jetzt hoch da. Sack, Alter. Hallo. Jetzt habe ich wieder keinen Doppelsprung. Och Mann, ey. Jetzt bin ich oben und da unten liegt Gold. Ärgerliche Sache. Komm hoch. So, jetzt aber. Mensch. Das war fast zu hoch. Genau. Sprengst mich am besten gleich noch aus dem Leben raus, gell? So eins. Als. Hä? Hallo? Hör mal auf jetzt hier. Mach mich nicht schwach. Oh Gott. Wird hier immer besser. Ja, komm jetzt. Also Mensch. Da haben wir wieder so eine Nervensäge. Jona, klar. Klasse. Ich spreng mich selber weg. Schön. Oh Mensch. Mysteriöse Macht hat dich getötet. Ich weiß, was dich getötet hat. Du selbst. Oder ich. Ich habe dich getötet. Ja, das ist ja sehr schön. Du erhältst Mana, wenn du Objekte zerstörst. Ja, komm. Fertig. Nehmen wir einfach mal die Bogenschützerino. Waldläuferino. Und dann gehen wir da nochmal rein. Zack. Mit dem könnten wir natürlich jetzt auch die Narbenherausforderung, die zwei Meister machen mit den Lammechs, aber... Ich will jetzt in den blöden Sonnenturm. Ich will da endlich mal wieder wenigstens zum... Bossraum kommen, Menschenskinder. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das noch was wird oder nicht. Ob das jemals noch mal was wird oder nicht. Ja, Gold gibt es hier auch schon mal keins. Das ist sehr schön. Elegant.
Ja, der Raum ist ja auch wieder sehr schön hier. Komm weg mit dir. Oh, da war sogar ein One-Shot. Das ist ja sehr geil. Hau ab, du. Hau ab, habe ich gesagt. Stirb. Blink. Heißt der Blink. Oh Gott, was ist denn hier los? Warum so viele von euch? Ich glaube, ich gehe wieder. Ja, ich glaube, ich gehe. Ich glaube, ich beende die Aufnahme hier und hau ab. Ja, komm, hör doch auf. Da hockt er noch in der Wand, der Sack. Also echt. Der Plunky-Ploinky ist auch weg. Ja, hier geht's ja wieder richtig ab. Das ist wieder der erste Raum. Warum muss denn der erste Raum eigentlich immer so aussehen? Och Mann. Das war fast wieder Fail, so schnell da durchzuhuschen, Mensch. Ja, wenigstens gab's gut was an Gold, ne? Immerhin etwas. War schon mal nicht ganz umsonst hier. Ach. Bin hier eh falsch, fällt mir gerade auf. Toll. Hier bin ich auch falsch. Aber mächtig. Ach, hör doch auf jetzt. So. Nein, nicht runter. Da sind wir hochgekommen. Oh nein. Diese verdammten Wolken, es ist echt zum Kotzen mit denen. Ich weiß nicht, was nerviger ist. Diese Außenareale hier oder allgemein diese Wolken? Ich glaube, es liegt nur an diesen Wolken, dass diese Areale so bescheiden sind für mich. Finde ich. Ja, komm, dann cheaten wir mit unserer eigenen Fähigkeit, so. Schieß. Wo ist er? Sack du. Nein, das trifft nicht. Schade. Nein, da kommt der nächste. Komm, weg mit dir, weg mit dir. Das sah ja fast professionell aus, was ich hier gemacht habe, Mensch. Getroffen. Wie auch immer. Ich hab's getan. Ja, nice. Ja, das läuft ja gerade richtig, als könnte ich das Spiel spielen, Mensch. Unfassbar. Habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass ich so gut gespielt habe. Was geht denn jetzt hier wieder ab? Eieiei. Oh Gott, warte, das geht jetzt, das geht nach da oben. Das ist schön, damit hatte ich nicht gerechnet. Hör doch auf. Wirf nicht deine Knochen hier rum, du Sack. Ja. Ist in Ordnung. Natürlich schießt er auf mich. Vor allem habe ich ja auch noch Zeit, um auszuweichen, ne? Auf jeden Fall. Danke für nichts. Gibt's hier auch mal irgendwo was zu essen dann? Oder eher nicht? Schön. Schön, schön, schön. Ja, das gefällt mir auch wieder sehr gut hier. Vor allem der Sack da. Komm. Bleib drin. Ich hätte gern etwas zu essen. Bitte. Ja, ich war gerade ein bisschen konzentriert. Weiß nicht, ob mir das auf dem Rückweg auch was bringt. Nein, bringt es mir nicht, so wie es aussieht. Ja, schöne Sache. Ja, ja. Essen gibt's immer noch keins. Schön ist das. Ja, ich bin eh gleich wieder tot. Ist hier irgendwo ein Safe Spot? Das ist mir jetzt ziemlich egal. Ich zerlege jetzt einfach die Kiste und hoffe, dass da Essen bei rauskommt. Egal, ob ich da hoch hätte müssen oder nicht. Nee, natürlich ist nichts zum Essen drin. Das ist sehr schön. Das ist auch sehr schön. Ja, das war sehr schön. Ja, Sir Boris der Fünfte ist auch raus. Junge, 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 ist das wieder ein Krampf heute mit diesem Sonnenturm, ey. Der Vampir, das machen wir nicht. Der Bade. Oder die Badin. Wir würfeln. Ja, das wird ja noch besser. Oh, das nehmen wir mit. Oder den Sir Benjamin nehmen wir, weil der hat den Ring dabei. Der bei fehlender Entschlossenheit den Schaden erhöht. Was machen wir? Was machen wir hoch? Rüstung. Machen wir Rüstung hoch, komm.
Ist gerade egal, ist das. So. Ja. Abfahrt. Rein da. Läuft wieder gar nicht heute irgendwie, habe ich so das Gefühl. Der nervige Sonnenturm, der nervige. Menschenskinder. So, wir halten das Video aber ein bisschen kürzer, hätte ich gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Bis zum nächsten Video oder einem anderen. Ihr könnt ja auf dem Kanal noch vorbeischauen, ob euch was anderes mundet, was ich da hochlade. Haut rein, habt eine geile Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch danke an all die neuen Abonnenten, die hier bald tagtäglich dazukommen. Ihr seid richtig spitze, ihr seid richtig geile Leute. Ich feier's. Vielen Dank. Aber jetzt, bis zum nächsten Video. Haut rein, habt eine geile Zeit. Ciao, ciao.